Ja, hallo, ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu Magia Villain. Ja, ich weiß, es ist ein paar Tage her, aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über die nächste Folge. Und ja, ich werde mal direkt zu Beginn einen kurzen Überblick verschaffen, was wir wo noch vielleicht ergänzen können, sollen, müssten. In der Fabrik. Die einfache Werkstatt haben wir. Und für die Manufaktur brauchen wir noch Bretter aus Holz und Steine. Bretter aus Holz werden hier gerade erstellt. Wir haben 100, wir brauchen glaube ich 200. Und Steine haben wir 470, wir brauchen 1000. Das heißt, Aufgaben, Gestein abtragen, hat natürlich niemand mit hoher Priorität. Die Frage ist, stelle ich das höher? Jeden Fall lassen wir es noch ein bisschen flotter laufen. Gerade noch mal gucken, was haben wir hier. Bau einen abgegrenzten Typ vom Zimmer Schlafzimmer. Achso, genau, ein Schlafzimmer wollte ich ja auch bauen. Ist auch, inwieweit dieser Flur hier überhaupt so Sinn macht, wie ich den gebaut habe. Achso, ja genau, wir wollten hier das hier rausnehmen, wenn der weitere Flur fertig ist. Die nächsten Opfer kommen gleich. Würde ich mal fast sagen. Wir warten ab und dann schnappen wir uns. Victims are coming. Das Gute ist ja, dass wir diese Wachtürme draußen haben. Jetzt können wir genau sehen, wann es hier losgeht. Das hier unten. Dann geht es hier weiter. So. Und zurück, als ob nichts gewesen wäre. Spuren beseitigen. Vielleicht schon Sachen hier in der Forschung, die wir machen könnten. Das haben wir schon, oder? Forschung abgeschlossen, ja. Das geht nicht, das geht nicht. Regeln für Opfer und Schurken, Druckerpresse. Elka. Geek und Einhorn Convention. Ja, plus 200 Goldmünzen. Das ist ein netter Bonus, aber nichts, wofür wir extra irgendwas machen müssen. Und dort hat auch eine Wand noch rein. Schlafen alle hier noch. Victims are coming. Ich habe auch das Gefühl, dass die jetzt, wo wir noch keine Schlafzimmer gebaut haben, dass die mehr schlafen. Mal eben nach unserem. Wie heißt es? Besinum. Wie viel haben wir? Zwei. Nee. Doch, wir haben 200. Ne, Quatsch, wir haben 648. Okay. Müssen mal ausprobieren oder schauen, ob wir mehr bekommen, wenn wir die Leute erst später ja, platt machen. Eigentlich. Wenn wir ja hier schon demontieren, haben wir ja auch keinen Nachteil durch, wenn wir das schon machen.
irgendwelchen Böden wieder hin. Gibt's noch nicht. Erstmal den Baum da weg. Schade, dass man hier nicht so wie bei Oxygen oder Included Prioritäten setzen kann. Ne? Ich meine, man kann das schon, indem man denen die Aufgaben zuteilt, aber die Variante direkt zu sagen, mach jetzt bitte erst diese Sachen sind wichtiger als diese Sachen hier. Schön, aber eigentlich kann ich das ja. Müssen wir einfach mal das Gestein abtragen und hier hinsetzen. Das ist nur eben wieder die Frage, ob nicht zu viele andere Sachen liegen bleiben, weil das erst nicht gemacht wird, aber gut. Holz haben wir reichlich, wir haben auch gleich genug Bretter aus Holz, aber aus Steine sind wir auch nicht mehr so ganz weit entfernt. Was gibt's hier? Reanimateur, ne, an dem wir halt Leichen kaufen, aber wir haben selten Leichen, die nicht direkt verkocht werden. Also darf der uns gestohlen bleiben. So, noch ein Momentchen schlafen. So, jetzt bitte alle hier hin. Victims are coming. Und gucken, was passiert dann. Wenn wir die. Oh. Die Variante, die umzubringen, während die hier noch abgelenkt sind, ist eindeutig die bessere. Warum bist du untätig? Bauen. Oh, haben wir nichts zu bauen im Moment? Das gibt's ja nicht. Okay. Dann demontieren wir das. Da kommt auf jeden Fall eine Tür hin. Ach. Und den Boden können wir hier, wo es geht, auch schon mal bauen. Das ist jetzt schon einer der Punkte, die ich gerade meinte mit den Aufgaben. Dadurch, dass ich jetzt das Gestein abtragen vor Fabrik gesetzt habe, tauschen wir das nochmal wieder. Hier zum Beispiel wieder nichts mehr passiert. Wir haben jetzt genug Steine, aber es fehlen noch 10 Bretter. Ist jetzt mal wieder Schlafenszeit angesagt. Versammeln. Oh. Jetzt muss ich mal eben gucken. Was ist denn lieber sein Problem? Victims are coming. Hat Hunger? Läuft schon zu lange auf dem Boden. Ja, mit dem Hunger. Das können wir sicherlich gleich lösen oder fristen. Na gut, Gehirne. Gehirne müssen wir noch um 4 Stück machen.
Wie weiß beruhigt. Wir haben unsere 200 Bretter. So, wo ist Riva? Zuerst das bauen. Your minions are under attack. Das mitunter dauert das recht lange, bis die Spinnen kommen. So. Jetzt bitte angreifen. Weiter geht's. Erika hat den Skill verbessert. Was haben wir denn hier? Körperteile werden wieder angenäht. Das klingt so cool, das muss ich nehmen. So, Riva. Der ist schon wieder so. Schläft schon zu lange auf dem Boden. Ja, du bist auch der Erste, der hier gleich ein Bett bekommt. Na, gleich haben wir es geschafft. So, jetzt gucken wir nochmal, was wir hiermit machen können. Goldmünzen. Achso, aus Goldnuggets, okay. Zahnräder, juhu. Dein Ziegel. Und Goldnuggets kann in Goldmünzen umgewandelt werden oder in Goldmünzen. Ja. Gut, aber was wir auf jeden Fall mal herstellen werden. So viele brauchen wir gar nicht. Machen wir mal erst 6 Zahnräder. Weil wir eh keine, noch gar keine Stahlplatten haben. Und wir können ruhig mal einen Auftrag für Steinziegel geben. So, und hier müssen wir dann jetzt ja auch mal ein paar Stahlplatten herstellen. Das Bett können wir doch jetzt mit Sicherheit jemandem zuweisen, oder? Riva. In diesem Bett schlafen. Gibt's wieder Happa Happa. Victims are coming. Your minion is vandalizing your mansion. Riva. Hat Hunger, ja, dann ess doch was. Oh, wir haben keine Gehirn, ne? Oh, wir haben ein geräuchertes Gehirn, warum ist der denn nicht? Das erste Mal hau mal rein hier. Und hier kommen wir erstmal ein bisschen abbrechen, dass hier weiter gebaut wird.
da müsste eine. Ne, hier muss die Wand hin, ne? Ja. Genau, da ein Boden rein. Und so wird dann das große Schlafzimmer hier für alle. Das ist ja eine coole Animation hier. Cooles Teil. Wenn ihr gerade Steinziel, wenn ihr gerade erstellt, oder? Ja. Sieht ja cool aus. Sonderarbeit. Zeit, dass du dein hart erstohlenes Geld für tolle Sachen ausgibst. Alle von Händlern verkaufte Ausrüstungsgegenstände und Ressourcen sind 30%, nee, 50% günstiger. Eile ist geboten, denn diese Aktion gilt nur 3 Tage lang. Ja, wollen wir mal hoffen, dass jemand kommt, beziehungsweise wir können doch auch ein Telefon bauen. Fehlen zwar noch die Zahnräder, aber soll doch irgendwann mal. Und das hier erstmal weg mit den Steinziegeln. Dann werden nämlich erst hier die Stahlplatten gebaut und danach da die Zahnräder. So vermute ich das zumindest. Opfer kommen bald, okay. Your minion is vandalizing your mansion. Lieber, was machen wir mit dir? Findet die Zimmer nicht böse genug? Victims are coming. Judith Jackson. Aber die Fähigkeit verbessern, machen wir mal direkt. Benötigte Kondition verringert um 20%. Ja. So, was machen wir mit dir hier? Mal zur Ausrüstung nehmen, den Heiltrank. Und dann können wir ihn verwenden. So, jetzt ist er auch geheilt. So, hier bauen wir noch das nächste Bett schon mal rein. Smoker haben wir schon. Telefon ist noch in Arbeit. Verärgerte Diener. Die Loyalität eines Dieners ist niedrig und er wird immer verärgerter. Siehe im Reiter Loyalität im Infobereich des Dieners nach, um herauszufinden, wo der Schuh drückt. Na gut, dann gucken wir nochmal. Loyalität. Böshaftigkeit ist zu niedrig. Die Zimmer sind nicht schick genug, würde ich sagen. Ne? Okay. Wollen wir die Zimmer denn böser machen? Hier wahrscheinlich. Ah, okay. Totenkopfkerze. Beispielsweise. Hier mal platzieren.
Hier ja zum Beispiel noch. Ja, da stellen wir schon mal eine Kerze auf. Hoffen wir mal, dass es ein bisschen hilft. Your minions are under attack. Hey, wir werden angegriffen und die Post verschickt. Das heißt, die Opfer kommen gleich. Victims are coming. Sehe ich keine Spinne. Holen wir den Riva, bau doch mal erst das Telefon. Ach so, weil Metall fehlt. Okay. Dann müssen wir hier ja gleich bekommen, ja. Ja, bei unserem Sonderrobot haben wir bislang noch nicht sehr viel gehabt, ne? Keinen Händler gesehen und wir können auch leider noch keinen anrufen. Schlafzimmer. Bett Nummer 3 kommt dahin. Schnell was essen. Victims are coming. Das wird jetzt seinem Seelenfrieden helfen. Wieso ist doch
eigentlich. Ah, jetzt wird das Reaver das Bett zugetan. Metall, wenn ich jetzt schnell bin und sage zuerst das bauen, vielleicht machen wir das dann. So. Machen wir das noch 3 Stunden? Ne. So. Helden machen, Helden haben sich auf den Weg gemacht. Ui. Das schafft er nicht mehr rechtzeitig. Schade. Okay, dann warten wir nochmal den Heldenangriff ab. Gucken, ob das wirklich so heldenhaft ist oder. Fähigkeiten verbessert haben. Das ist schon mal eine ganze Menge. So, und was wir jetzt auch mal testen können, wir nehmen mal Judith, dass die sich mal. Okay. Amerika das zur Ausrüstung nehmen geht auch nicht. Ich habe nämlich gedacht, ob wir vielleicht mit so einem Baumstamm schlagen kann, aber vielleicht hier mit so einem Brett. Nee, geht auch nicht. Also. Bett. Archiv. Nochmal Archiv. Und nochmal Archiv. Und den Händler lassen wir jetzt trotzdem kommen. Vielleicht hat er doch noch irgendwas Schönes für uns. Die Opfer sind auch schon wieder unterwegs. Meine Güte. Victims are coming. Ach so, da liegt noch was rum. Ups. Ja, gut. Wir haben sie alle erwischt. Das ist noch der Kopf von dem Helden, oder? Das hier ein Friedhof? Hab ich ja noch gar nicht gesehen. So, gleich kommt der Händler, dann gucken wir mal, was der Schönes für uns hat. Auch wenn es keinen Rabatt mehr gibt, aber wir haben 6600 Goldmünzen. Da kommt er schon. So, Metall nicht. Das brauchen wir alles nicht. Was ist das hier? Eine Pestmaske, immun gegen Gift.
Halskette aus Ohren. Oh, eine Kettensäge, was kostet denn die? 80, ja, die kaufen wir natürlich. Da kann ich nicht widerstehen und die Halskette kaufen wir auch. So, wem geben wir denn die? Erika. Oh, bitte sag jetzt nicht, dass niemand das zur Ausrüstung nehmen kann. Schade. Würde mich dann ja nochmal interessieren, welche Klassen das tragen können, aber das werden wir sicherlich auch noch rauskriegen. Wir können hier eine ganze Ecke bauen. Ja, kommt schon wieder der Händler. Oh, die sind auch noch ein paar Sachen mehr dabei. Was haben wir hier? Lederkapuze. 300. War plus 35% Ausdauer. Die nehmen wir mal. Wir nehmen natürlich auch einen Hammer. Nagelkanone. Voodoo-Puppe. Immun gegen Feuer. Ach, ne. Ashley. Warum können die das denn alle nicht zur Ausrüstung nehmen? Wir haben alle keine Waffenslots. Okay. Müssen wir mal sehen, dass wir das Schlafzimmer fertig kriegen endlich. Hier den nächsten Rang erreichen, den nächsten Schurken dazu nehmen können. Eigentlich brauchen wir da oben auch gar nicht. Das reicht ja von der Größe, wenn wir da, von der Größe her, wenn wir das dann hier abschließen. Zu bauen. Aufgaben. Wir lassen uns einfach mal Jacqueline machen. Künstler. So, wir haben noch gar keinen. Ausrüstungslager sind das. Sollen wir die denn mal bauen hier oben? Ich baue einfach mal dort zwei Stück. Victims are coming. Hm. Dann müssen wir erst sehen. Oh. Allerdings bin ich mir sicher,
So, jetzt vielleicht hier den Bereich, wo wir Blut aufwischen müssen, vergrößern sollten. Warum kommt denn jetzt der Händler so? Achso, wahrscheinlich weil wir regelmäßig gekauft haben, kommt der so oft. Nicht kaufen. Ausrüstungslager fertig. Dann jetzt bitte das ins Lager bringen. Dann das ins Lager bringen. Dann das ins Lager bringen. Und das aufnehmen. Hier wird fleißig gearbeitet. Knöpfen wir uns die eben vor. Dann kommt. So. Scheinen alle sehr nachtaktiv zu sein hier, unsere Schurken, die Bösewichter. Ich würde so gerne endlich fertig haben. Fast fertig. So, das Schlafzimmer ist fertig. Hat jemand die Spinnen irgendwo gesehen? Ich nicht. Victims are coming. Keine Spinnen mehr da. So. Wo
muss von Wänden umschlossen sein und benötigt eine Tür. Wir haben Wände, wir haben eine Tür. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Oh, ein abgegrenztes Zimmer vom Typ Schlafzimmer. Wo ist das denn jetzt nicht abgegrenzt? Vielleicht ein kleiner Bug, ich weiß es nicht. Aber was wir ja noch machen könnten, theoretisch glaube ich, wir können ja hier Wände zwischen machen. Und dann da eine Tür rein, dann hätten wir hier ja nochmal abgegrenzten Raum. Du brauchst das, du das, du das, du das, das. Ah, wir wurden befördert, okay, dann. Na gut, jetzt machen wir es trotzdem. Wir wurden befördert. Für den nächsten Rang müssen wir 80 Opfer umbringen und 2 abgegrenzte Zimmer vom Typ Opfer bauen. Okay, das werden wir aber erst im nächsten Video machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Und ja, dann schaut gerne auch beim nächsten Mal wieder rein. Danke und bye bye.